Jedes Jahr kommen neue Kfz-Versicherungstarife auf den Markt und die Beitragsunterschiede zwischen den einzelnen Versicherungen, was die Kfz-Versicherung angeht, sind teilweise enorm. Und genau deshalb tust auch du gut daran, deine Kfz-Versicherung jedes Jahr zu vergleichen, um eben wirklich beim günstigsten Anbieter zu landen und bares Geld zu sparen. In diesem Video bekommst du von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand von Anfang bis Ende, wie du ganz einfach online deine Kfz-Versicherung sinnvoll vergleichen kannst und dann auch wirklich wechseln kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und mit dem heutigen Video gebe ich dir wirklich eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, wie du in Zukunft ganz alleine, selbst online deine Kfz-Versicherung vergleichen und dann natürlich auch wechseln kannst, damit du einfach hier komplett unabhängig bist und das selbst für dich machen kannst. Vorab erstmal, warum überhaupt? Warum solltest du deine Kfz-Versicherung jedes Jahr vergleichen? Was ist der Hintergrund? Ich meine, das macht man ja nicht einfach mal so, weil in einem langweilig ist. Der Grund ist einfach zum einen die Typklassen, die sich verändern, und zum anderen die Regionalklassen. Was ist das? Das heißt ganz einfach, eine Typklasse ist quasi, was für ein Modell ist quasi dein Auto? Golf 4 zum Beispiel. Und dann wird geguckt, wie war die Unfallstatistik bei genau diesem Modell, bei diesem Typ im vergangenen Jahr. Wenn sich das verändert hat, ne, dann wird das Risiko neu kalkuliert für diese Typklasse, was wiederum Auswirkungen auf die Beiträge hat. Auf der anderen Seite die Regionalklasse, die regionenbezogen quasi guckt, in welcher Region in Deutschland gab es irgendwie die meisten Unfälle. Und auch das wird dann hergezogen, wird dann deine Region, wo du halt eben wohnst, hier mit reingenommen und dementsprechend auch wieder die Beiträge neu kalkuliert, je nachdem, wie sich diese Regional- oder Typklassen verändert haben. Das ist so der Hauptpunkt, der mit reinspielt. Natürlich fließt da noch mit rein, dass sich deine Schadensfreiheitsklasse natürlich jedes Jahr verändert und die dann eben auch dafür sorgt, dass du andere Beiträge bekommst als zum Beispiel vielleicht im letzten Jahr. Das einfach mal kurz zur Erklärung, warum man überhaupt seine Kfz-Versicherung jedes Jahr wirklich vergleichen sollte. Dann gibt es natürlich wichtige Punkte, auf die man achten sollte, wenn man eine Kfz-Versicherung abschließt. Dafür habe ich ja schon ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier unten drin. Das kannst du dir vielleicht einfach mal im Vorfeld angucken, damit du weißt, auf was kommt es überhaupt an bei einer Kfz-Versicherung. Was sollte hier wirklich alles mit dabei sein? Und wir legen jetzt hier direkt mal los mit der Vorbereitung. Das heißt, bevor du jetzt direkt loslegen kannst mit dem Vergleichen, was du alles brauchst. Wenn du deine Kfz-Versicherung zum Jahreswechsel wechseln möchtest, ist deine Schadensfreiheitsklasse hier relevant oder auch kurz SF-Klasse genannt. Wo findest du die? Die findest du ganz einfach in deiner letzten Beitragsrechnung von deinem jetzt noch aktuellen Kfz-Versicherer. Da steht dann drin, Beitragssatz zum Beispiel 46%, Klasse SF5. Wenn du keine Beitragsrechnung hier irgendwie hast oder vielleicht überhaupt keine Ahnung hast, wo du das jetzt rausfinden kannst, kannst du einfach bei deiner aktuellen Kfz-Versicherung anrufen und fragst nach, hey, was ist meine aktuelle für dieses Jahr gültige SF-Klasse? Denn die brauchen wir dann später für den Vergleichsrechner. Wenn du jetzt überhaupt noch keine Vorversicherung hattest, du fängst quasi jetzt an, vielleicht hast du dir dein erstes Auto gekauft und ist jetzt deine allererste Kfz-Versicherung, dann fängst du in der Regel in der SF-Klasse 0 an, was die niedrigste und auch die teuerste Klasse eben ist. Vielleicht hast du hier die Möglichkeit, über deine Eltern zum Beispiel hier ein weiteres Auto anzumelden, dass es über deine Eltern läuft, zum Beispiel über die Zweitwagenregelung, dann ist das oftmals günstiger. Das kann man an der Stelle einfach mal prüfen. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir hier diesen grünen Schein. Das ist dein Fahrzeugschein. In diesem Fahrzeugschein stehen nämlich alle wichtigen Details zu deinem Fahrzeug drin. Die brauchen wir dann eben auch für den Rechner, um dort genau die Fahrzeugdetails eben angeben
zu können. Das geht auch, wenn du jetzt vielleicht den noch nicht hast, aus irgendwelchen Gründen, kannst du natürlich auch anhand der Modell- und Typklasse das rausfiltern. Aber mit dem Fahrzeugschein, mit der Herstellernummer zum Beispiel, geht das einfach viel einfacher. Und eine letzte vorbereitende Maßnahme, die wir natürlich noch brauchen, wenn du eine Versicherung wechseln möchtest, musst du natürlich die Vorversicherung auch kündigen. Und hier ganz wichtig, man bekommt es ja aus der Fernsehwerbung immer so mit, ist der Stichtag. So dieser letzte Tag, an dem du die Kündigung abschicken kannst, ist immer der 30.11. des Jahres. Wenn deine Versicherung halt ebenso wie die meisten Kfz-Versicherungen sich zum Jahresende quasi dann um ein weiteres Jahr verlängern. Wenn du die irgendwie unterjährig abgeschlossen hast, dann ist es bei dir anders. Das sind aber eher so die Spezialfälle. Deswegen konzentrieren wir uns heute einfach mal auf den normalen Standardfall, dass zum Jahreswechsel deine Kfz-Versicherung sich dann einfach verlängert. Das heißt, du musst deine Kündigung bis zum 30.11. abgeschickt haben. Das heißt, die muss zum 30.11. beim Versicherer auf dem Tisch legen. Das heißt, das würde ich einfach jetzt schon machen. Also, wann auch immer du dieses Video siehst, kündige. Ich kündige zum Beispiel schon in dem Moment, wo ich die neue Versicherung abgeschlossen habe, kündige ich die gleich schon wieder, dann vergesse ich es nicht und guck dann quasi direkt dann nach neuen Vergleichsangeboten. Also die Kündigung, ganz, ganz wichtig, wenn du das nämlich vergisst, kommst du nicht mehr raus aus dem Vertrag. Es sei denn, dein Versicherer macht eine Beitragserhöhung dann zum neuen Jahr, dann hast du nochmal ein außerordentliches Kündigungsrecht und kommst dann raus. Aber darauf würde ich mich jetzt natürlich nicht verlassen. Also, das sind nochmal zusammengefasst die vorbereitenden Maßnahmen. Du brauchst deine SF-Klasse, deine Schadensfreiheitsklasse, bestenfalls deinen Fahrzeugschein, weil wir die ganzen Fahrzeugdaten eben brauchen. Und zu guter Letzt musst du natürlich deine Vorversicherung auch gekündigt haben. Hier findest du auch unten in den Links ein vorformuliertes Kündigungsformular. Das kannst du dir einfach runterladen und verwenden. Dann brauchst du das schon mal selbst nicht ausfüllen bzw. selbst komplett schreiben. Kommen wir nun zum Vergleichen der einzelnen Versicherer, der einzelnen Tarife, der einzelnen Angebote, die es hier am Markt gibt. Das wäre vor ein paar Jahren noch tatsächlich für dich nahezu unmöglich gewesen, hier überhaupt transparent vergleichen zu können. Du hättest dir von zig verschiedenen Versicherungsgesellschaften per Post Angebote einfordern müssen, hättest das dann mühsam vergleichen müssen. Es wäre tatsächlich einfach viel zu viel Aufwand gewesen. Deswegen hat man das eben auch dann über seinen Versicherungsmakler zum Beispiel gemacht oder machen lassen. Heutzutage kannst du das aber vollkommen alleine machen, online machen. Wir haben Vergleichsrechner, wir haben Webseiten, die das in Sekundenschnelle ausrechnen und du hier einfach im Prinzip niemand anderen mehr brauchst. Das Wichtige jetzt an dieser Stelle ist, wir haben Vergleichsportale, aber, und das wissen viele nicht, nicht jedes Vergleichsportal hat eben alle Versicherer hier mit drin. Deswegen meine Empfehlung, die Links findest du hier alle unter dem Video, die ich dir hier rausgesucht habe, auf welche ich eben gehen würde, auf welche Webseiten, um mir dann meinen Kfz-Versicherungstarif zu errechnen und dann die einzelnen Seiten nochmal miteinander zu vergleichen, um wirklich zu gucken, bei welchem Anbieter du am besten unterkommst, welcher vielleicht auch der günstigste ist. Welche Seiten sind das? Einmal unsere Rechner von Versicherungen mit Kopf. Hier ist der Rechenkern von Check24 hinterlegt. Das heißt, hier hast du alle Angebote von denen mit drinnen. Dann Hook24, die sind nämlich da nicht mit drin. Dort würde ich mir das auch einfach mal rechnen lassen. Cosmos Direct, auch noch hier unten mit dabei. Die sind zwar oftmals mit dabei in den Vergleichsrechnern, aber man kann das dann oftmals auch nicht direkt online dann abschließen, was das Ganze wieder ein bisschen doof macht. Und genau, diese drei habe ich dir jetzt hier unten reingesetzt. Damit deckst du den größten Teil tatsächlich des Marktes dann ab. Kurz dazu, ein paar von diesen Links sind sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn du darüber dann deine Kfz-Versicherung wechseln solltest, dann tust du uns hier von Versicherung mit Kopf was Gutes, unterstützt unsere Arbeit hier, ohne dass irgendwem hier Mehrkosten entstehen. Das heißt, du bezahlst hier keinen Cent mehr, ob du das jetzt über unsere Links machst oder irgendjemand anderen. Dafür schon mal an der Stelle ein großes Danke an dich, dass du uns hier dann vielleicht unterstützt. Genau, also das ist wichtig. Vergleichsportale, ja, aber
viele Anbieter oder manche Anbieter sind hier eben nicht mit dabei. Die meisten sind mit drin, 80% ungefähr hast du bei Check24 damit drin, bei unseren Rechnern, aber sowas wie die Hook24 zum Beispiel, die halt eben nicht, die machen das einfach nicht. Dann bitte hier einfach auch nochmal für dich gegenrechnen und gucken, ob da vielleicht ein Angebot für dich einfach passender ist. Das ist eben wichtig, wenn es ums Vergleichen geht. Als zusätzliche Entscheidungshilfe habe ich dir noch einen Link unter das Video gesetzt, eine Studie aus 2016, die besten Kfz-Tarife, wo dann hier einzelne Noten vergeben wurden, auch eben was den Service angeht, das ist ja bei der Kfz-Versicherung sehr wichtig. Das kannst du eben als Entscheidungshilfe hier mit dazuziehen. Was solltest du bei den Leistungen grundsätzlich beachten? Der Bund der Versicherten hat hier eine Vorgabe herausgebracht, wo er gesagt hat, okay, die Dinge sollten definitiv mit drin sein bei einer Kfz-Versicherung. Das wären zum Beispiel 100 Millionen Mindestdeckung in der Kfz-Haftpflicht. Dazu sollte auf grobe Fahrlässigkeit verzichtet werden. Also wenn du dich zum Beispiel während dem Fahren umdrehst zu deinem Kind oder irgendwas aufhebst im Autoboden, was dir runtergefallen ist, dass sowas mit versichert ist. Dazu dann auch Kollisionen mit Tieren aller Art, nicht nur Haarwild wird hier empfohlen oder auch, dass zum Beispiel Folgeschäden von einem Marderbiss auch mit dabei sind, wenn zum Beispiel durch einen Marderbiss dann ein Motorschaden zum Beispiel entsteht, dass das hier mit dabei ist. Ein für mich ganz wichtiger Punkt ist, dass du eine 24-Stunden-Hotline mit dabei hast, dass hier rund um die Uhr jemand erreichbar ist. Und deshalb auch auch da ich ja selbst Versicherungsmakler bin und jetzt der andere dann sagt, ja, das könntest du ja auch mit den Kunden machen etc. Wieso sagst du, wir sollen das jetzt alle mit Online-Vergleichsportalen machen? Ich sag, bei der Kfz-Versicherung ist es halt einfach so, wenn dir dann mal irgendwo was passiert und du mitten in der Nacht irgendwo liegen geblieben bist etc., dann hilft es dir halt auch nicht, deinen Versicherungsvertreter der von nebenan, dein Nachbar oder so anzurufen. Der kann da auch nicht viel machen, der geht wahrscheinlich gar nicht ans Telefon. Deswegen brauchst du hier einen Versicherer mit einer 24-Stunden-Hotline und deswegen ist es in der Kfz-Versicherung vollkommen okay, das einfach selbst und online zu machen. Ich mache es selbst auch so. Ich mache es selbst genauso. Genau, das die Punkte eben, die der Bund der Versicherten hier als Empfehlung mitgibt. Wie gesagt, wenn du da noch mal tiefer einsteigen willst, mein Video, alles was wichtig ist zur Kfz-Versicherung, findest du auch hier unter dem Video. Wenn du dann deine Versicherung über alle Webseiten, Portale gerechnet hast, die Webseiten und Portale untereinander auch nochmal verglichen hast und dann den für dich am besten passenden Anbieter gewählt hast, was du ja relativ easy machen kannst, es gibt Leistungsvergleiche, du klickst quasi die an, die irgendwie relevant wären für dich und dann werden die gegenübergestellt in einem Leistungsvergleich und du kannst ganz easy auf die Punkte achten, die wichtig sind und wählst dann den aus, der für dich am besten passt. Wenn du das dann gemacht hast, dann gehst du quasi den jeweiligen Antragsprozess hier online durch und ja, hast am Ende quasi dann die Bestätigung, dass du deine neue Kfz-Versicherung bei Anbieter XY abgeschlossen hast. Dann bekommst du die sogenannte EVB-Nummer. EVB steht für elektronische Versicherungsbestätigung. Die brauchst du dann, wenn du zum Beispiel ein neues Auto angemeldet hast, dann für die Zulassung des Autos bei der Zulassungsstelle. Die wollen dann diese Nummer haben, die bekommst du dann je nach Anbieter per E-Mail zugesandt oder per SMS zugesandt und die wird auch noch elektronisch übermittelt an deine zuständige Zulassungsbehörde. Wenn du deine Kfz-Versicherung einfach nur wechselst, das heißt dein Auto bleibt gleich, du wechselst einfach nur den Anbieter, dann brauchst du darauf nicht zu achten, das wird im Hintergrund einfach alles automatisch abgeregelt und die EVB-Nummer hat für dich im Prinzip keine Relevanz. Und das war's. Genauso wechselst du ab sofort jedes Jahr deine Kfz-Versicherung vollkommen alleine, selbst online. Einfach. Das heißt, ich selbst mache mich, zumindest was den Kfz-Bereich angeht, mit diesem Video überflüssig. Ich mache quasi meinen eigenen Job überflüssig. Aber das finde ich okay, weil das einfach ein Thema ist, das jeder für sich selbst einfach lösen kann. Ganz, ganz einfach, ohne dass nochmal eine andere Person zwischen rein geschaltet ist.
Ich hoffe, dass dir dieses Video unglaublichen Mehrwert geliefert hat, dass du jetzt hier wirklich ab sofort ganz alleine deine Kfz-Versicherung wechseln kannst, vielleicht auch die deiner Eltern. Gibst das Video an deine Freunde weiter und ihr ganz, ganz viel Geld dabei natürlich spart. Das ist ja der Hintergrund von dem Ganzen. Das macht man ja, wie gesagt, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil man natürlich hier Geld sparen möchte und was du auch wirst, wenn du das jedes Jahr vergleichst. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Mehrwert geliefert hat, dann bitte ich dich, dem Video einfach noch ein Like, einen Daumen hoch dazulassen. Das zeigt eben nämlich dann auch anderen Menschen, dass dieses Video einen ordentlichen Mehrwert hat und rankt dann natürlich auch bei YouTube besser. Und wenn es besser rankt bei YouTube, dann finden auch mehr Menschen dieses Video und mehr Menschen profitieren dann von dem Inhalt. Dafür schon mal danke, auch nochmal ein Danke, dass du dann die Links hier unten verwendest, zumindest die, die davon Affiliate-Links sind und unseren Kanal hier mit unterstützt. Dafür, wie gesagt, auch nochmal ein dickes Danke. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wir sehen uns ganz einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.